Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Jerry, das Rennauto. Bist du bereit für dein großes Rennen? Wow, hast du eine Geschwindigkeit drauf. Dieses Rennen gewinnst du mit Sicherheit, Jerry. Schnapp sie dir, Jerry. Oh-oh, was ist los, Jerry? Alles in Ordnung? Das große Rennen ist in ein paar Stunden. Keine Sorge, wir kriegen dich wieder hin. Warte einfach hier. Ich hole Tom den Abschleppwagen. Er kann dir helfen. Hey, Tom. Langer Tag, was? Hey, hör mal, Tom. Jerry, das Rennauto, hat Probleme. Und sein großes Rennen ist in ein paar Stunden. Er braucht deine Hilfe. Großartig, Tom. Du bist echt ein Held. Dann komm mal mit. Auf zu Jerry. Da vorne, Tom. Jerry wartet auf uns. Oh-oh, Vorsicht, Tom. Hey, Jerry, Tom ist da. Na, dann wollen wir mal. Alle Mann in die Werkstatt. Bist du bereit, Jerry? Bereit, Tom? Was machen wir als erstes, Tom? Also, bei der Geschwindigkeit, die du fahren musst, ist es kein Wunder, dass dein Reifenprofil runter ist, Jerry. Zeit für einen Reifenwechsel. Passen die hier, Tom? Nein? Oh, natürlich. Die sind viel zu klein für Jerry. Wie sieht es mit denen hier aus? Perfekt. Na dann mal runter mit den alten Reifen und rauf mit den neuen. Und das war's auch schon. Du siehst toll aus, Jerry. Gibt's noch was, Tom? Oh ja, die Sitzbank sieht wirklich alt aus. Da drüben, Tom. Passt die? Zeit für eine neue Sitzbank. Ist das nicht aufregend, Jerry? Jerry sieht so glücklich aus. Der Heckspoiler ist beschädigt. Können wir da nicht was machen, Tom? Ja, der wird ausgewechselt. Also, welche Farbe denkst du würde gut zu Jerry passen? Der rote mit den schwarzen Streifen? Hervorragende Wahl, Tom. Wow, Tom! Jerry sieht perfekt aus. Wie ein Gewinner. Was ist denn, Tom? Eine neue Wagennummer. Fantastisch! Die wird Jerry auf jeden Fall brauchen für sein Rennen. Ich drück dir die Daumen, Jerry. Viel Spaß!
Tschüss. Tschüss, Tom. Bis bald. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, scheint, als wäre die Arbeit für heute erledigt. Du siehst müde aus. Zeit, nach Hause zu fahren für ein Schläfchen. Hey Amber, was ist los? Hast du Schwierigkeiten? Oh, meine Liebe, du brauchst jemanden, der dich repariert. Lass uns Tom den Abschleppwagen anrufen. Er wohnt hier in der Nähe. Er kann dich reparieren. Tom! Hey, Tom! Amber, der Krankenwagen, braucht deine Hilfe. Du musst unbedingt mitkommen. Amber ist in der Nähe vom Krankenhaus. Beeilung! Ah, schau! Ein Schild! Es zeigt in Richtung Krankenhaus. Und weiter geht's. Genau! Da ist sie ja. Amber, Hilfe ist im Anmarsch. Du kannst dich entspannen. Tom wird dich in 0,0 reparieren. Perfekt, Tom. Und jetzt schnell zurück zur Werkstatt. Schaut, schon sind wir an der Werkstatt. Also, Tom, bist du bereit? Aha. Dann lass uns anfangen. Amber, kannst du deinen Motor noch einmal starten? Das ist seltsam. Nicht wahr, Tom? Vielleicht sollten wir den Motor überprüfen. Also, der Motor ist neu. Woran könnte es liegen? Kannst du da drinnen etwas erkennen, Tom? Oh, das Auspuffrohr ist kaputt, nicht wahr? Was meinst du, ist jetzt zu tun, Tom? Schweißen. Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Was machen wir als nächstes, Tom? Oh, okay, Tom. Du meinst, Amber braucht neue Felgen. Kann man die hier benutzen? Oh, natürlich. Die sind zu groß. Du meinst, die hier haben die perfekte Größe? Aha. Super! Na, das sieht doch perfekt aus. Gute Arbeit, Tom. Ich schätze, Amber ist wieder bereit für die Straße. Oh oh, doch noch nicht ganz. Amber klingt wie ein Quietscheentchen.
Okay, Tom. Du denkst, die Sirene müsste auch repariert werden? Aha. Die hier? Aha. Nein? Okay. Hast du noch mehr zur Auswahl? Aha. Oh, toll! Wir haben die perfekte Sirene für Amber gefunden. Du klingst toll, Amber. Das ist eine laute und deutliche Sirene. Perfekt für dich. Gute Wahl, Tom. Amber sieht jetzt rundum gut aus. Und zwar dank dir, Tom. Zeit, nach Hause zu fahren, Amber. Tschüss. Gut gemacht, Tom. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Tom, aufwachen! Da ruft jemand an. Sieht aus, als hätte Matt das Polizeiauto Schwierigkeiten, Tom. Auf geht's, hilf ihm! Aber wo ist Matt? Kannst du ihn sehen? Vielleicht ist er auf dem Spielplatz. Nein, hier ist er auch nicht. Schau, Tom, wir haben ihn gefunden. An die Arbeit, Tom. Hallo, Matt. Keine Sorge, Tom ist hier, um dir zu helfen. Perfekt. Und jetzt schnell zurück zur Werkstatt. Womit sollen wir anfangen, Tom? Klasse! Wir tauschen den Motor aus. Wir nehmen den alten heraus und ersetzen ihn durch einen neuen. Findest du einen neuen Motor für Matt, Tom? Der sieht perfekt aus. Soll noch mehr gemacht werden, Tom? Recht hast du. Lass uns die Räder wechseln. Um die Räder zu wechseln, müssen wir Matt ein bisschen anheben. Welche Räder würden passen? Diese vielleicht? Du hast recht. Sie sind zu groß. Diese Räder vielleicht? Du hast recht, das sind Fahrradräder. Diese hier sind perfekt. Auf geht's, lass uns die Räder wechseln. Was hast du, Tom?
Aber natürlich, Tom. Ein neues Blaulicht für Matt. Was für eine fantastische Idee. Wow, Matt! Du siehst nagelneu aus. Bis zum nächsten Mal, Matt. Du hast ganze Arbeit geleistet, Tom. Bis zum nächsten Mal. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Jeremy. Wie geht's dir? Hey, Jeremy, Vorsicht, pass auf! Oh, Jeremy, bist du in Ordnung? Ich werde Tom den Abschleppwagen rufen. Warte hier einfach, okay? Tom! Hey, Tom! Jeremy, das Taxi braucht deine Hilfe. Komm schon, beeil dich! Ja, Tom. Weiter geht's. Hier musst du links, Tom. Oh, warte, Tom. Eine rote Ampel. Grüner wird's nicht. Hey, Jeremy. Tom ist da. Er wird dir helfen. Dann mal ab in die Werkstatt, Jeremy. Und immer weiter geht's. Und da sind wir auch schon in der Werkstatt. Also, dann wollen wir mal. Und, wie willst du vorgehen, Tom? Ja, fangen wir damit an, Jeremys Kühlergrill zu wechseln. Das sieht schmerzhaft aus. Der hier passt hervorragend. Du siehst schon viel besser aus, Jeremy. Dann wollen wir doch mal sehen, wie der Motor so aussieht. Oh ja, der muss ausgetauscht werden. Schau, dort oben im Regal, Tom. Passt der? Wir nehmen den alten Motor heraus und ersetzen ihn durch einen neuen. Großartig! Oh, schau mal da, Tom. Das ist aber ein ordentlicher Riss in Jeremys Heckscheibe. Ja, wir werden diese Saugnäpfe benutzen, um die Heckscheibe herauszunehmen. Bereit, Jeremy? Eins, zwei, drei. Großartig! Na, dann schauen wir uns mal nach einer neuen Heckscheibe um. Dort. Würde die passen, Tom? Oh, okay. Die ist zu groß für Jeremy. Wie ist es mit der hier? Perfekt. Klasse. Jeremy, du siehst super aus. Oh. Dein Taxischild auf dem Dach ist ein bisschen klapprig. Was meinst du, Tom? Tom, du hast genau, was Jeremy braucht, nicht wahr? Großartig, Tom. Für welches entscheidest du dich? Dieses hier, Tom? Nein? Was hältst du von dem hier, Tom? Perfekt. Aha.
Zeit, sich vom alten Schild zu verabschieden. Das neue sieht aber auch wirklich toll aus. Jeremy sieht so glücklich aus. Tschüss, Jeremy. Schönen Tag noch. Tschüss, Tom. Bis zum nächsten Mal.